Ich bin schwanger. Ihr bekommt ein kleines Geschwisterchen. Oh mein Gott, was? Das ist ja unglaublich. Es ist mir egal, ob es ein Bruder oder Schwester wird. Hauptsache, ich bin nicht mehr die Kleinste. Und ich werde nochmal große Schwester. Mama, ich bin einfach so glücklich. Hallo ihr Lieben, wir wollten uns ganz herzlich für all eure Namensideen bedanken. Jeder einzelne Name hat uns gefallen und es war eine sehr lange Entscheidung. Wir konnten uns einfach nicht entscheiden. Doch am Ende sind wir zum Entschluss gekommen. Nämlich haben wir uns für den Namen Louis entschieden. Nur unser Louis hat halt eine etwas andere Schreibweise. Also vielen lieben Dank an dich und auch noch an alle anderen da draußen, die Namensideen geschrieben haben. Dankeschön. So, geht ihr am besten nach oben. Lea, hast du schon alle deine Hausaufgaben erledigt? Oh nee, ich muss die ja noch machen. Ich hab die ganz vergessen. Dann wird das ja jetzt höchste Zeit. Und Emilia, hast du sie auch noch nicht erledigt? Ja, ich hab nicht dran gedacht. Ich gehe sie jetzt machen. Okay, wir kochen jetzt Essen und dann rufen wir euch. Ja, so machen wir's. Okay, gut, schauen wir mal. Was haben wir denn als Hausaufgaben auf? Oh, das geht eigentlich voll. In Mathe haben wir einfach nur eine Nummer auf. Ach, diese Rechnungen, die sind zu kompliziert. Woher soll ich denn wissen, was 50 plus 70 ergibt? Oh Mann. Ah, vielleicht mache ich zuerst alle Aufgaben, die ich kann und danach die Aufgaben, die ich nicht kann. Okay, ich habe zwar jetzt die leichten Aufgaben gemacht, aber jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Ich frage Emilia, die hilft mir immer ganz gut. Emilia, kannst du mir bitte bei Mathe helfen? Nämlich, ich verstehe da so eine Aufgabe nicht. Das ist voll schwer. Okay, zeig mal her. Also, schau mal. Einmal gibt es hier so eine Aufgabe, nämlich 50 plus 70. Dort habe ich gar keine Ahnung, wie man das rechnet. Ach, das ist doch ganz leicht. Schau mal, du nimmst 50 und zählst dann 70 Zehner weiter. Auf wie viel kommst du? Ja, das ist es doch. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Idee. Was siehst du hier? Ja, 5 Kuscheltiere. Genau. Und was siehst du hier? Ja, 7 Spielsachen. Aber das bringt mich doch nicht weiter. Das sind so wenige. Und du kannst ja nicht 50 und 70 Spielsachen nehmen. Genau das musst du lernen. Schau mal, rechne mal 7 plus 5. 7 plus 5 ist 12. Richtig. Und schau mal, wenn du jetzt noch die Nuller von 70 und 50 dazulegst, was passiert dann? Es verwandelt sich in 120 und dann ergibt 70 plus 50 120. Ja, richtig. Verstanden? Ja, ich hab's endlich verstanden. Dankeschön, Emilia. Bitte. Und falls du nochmal Hilfe brauchst, kannst du mich rufen. Ah, endlich sind die Hausaufgaben erledigt. Emilia hat mir sehr gut geholfen. Ich möchte mich jetzt bei ihr bedanken. Hallo Lea. Du Emilia, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mir so gut geholfen hast. Alles gut, dafür sind Schwestern doch da. Ich hab's jetzt voll verstanden. Freut mich. Was machst du denn da? Mich fertig machen. Und wenn ich fragen darf, für was genau? Ach, ich wollte jetzt ein bisschen mit Charlotte rausgehen. Oh ja, kann ich mitgehen? Vielleicht hat Lena auch Zeit. Nein, tut mir leid. Ich wollte mit Charlotte in die Stadt gehen. Ja, da können wir ja mitgehen. Zu viert macht doch alles am meisten Spaß. Nein, Lea, tut mir leid. Ich und Charlotte passen ganz sicher nicht auf euch klein auf. Wir sind nicht klein. Wir sind schon in der 2. Klasse.
Ja, ich weiß, aber trotzdem müssten wir dann auf euch aufpassen und das wollen wir nicht, denn ich und Charlotte wollen zu zweit Zeit verbringen. Wie gemein, dann frage ich Mama, ob ich mich allein mit Lena treffen kann, ohne dich. Typisch Lea. Oh, ich habe total vergessen, dass wir jetzt essen. Ach, Emilia, das haben wir dir erst vorhin gesagt. Hast du denn überhaupt Hunger? Ja, es geht, eigentlich nicht. Aber ich finde es jetzt blöd, dass ihr ohne mich isst. Mann, warum habe ich das nur vergessen? Dann hätte ich Charlotte gesagt, dass wir halbe Stunde später losfahren. Ist egal, Emilia. Wir stellen dir das Essen in den Kühlschrank, sodass es haltbar bleibt. Und dann kannst du einfach die Zeit mit Charlotte genießen. Ach, danke schön. Was könnte ich nur ohne euch tun? Alles gut. Hab Spaß. Danke, hab euch lieb. Ich habe mein Handy dabei. Charlotte! Emilia! Und, wie geht's dir? Wie soll es mir gehen? Wir haben uns doch erst in der Schule gesehen. Ups, stimmt. Wollen wir jetzt los? Ja, lass uns das machen. Ich freue mich voll, dass wir das zweite Mal sein, wo wir zu zweit allein in der Stadt sind. Ja, das ist mega cool. 9 Monate später. Oh, Schatz, ich fühle mich plötzlich gar nicht gut. Was ist denn, mein Schatz? Du musst doch schlafen. Hast du nicht gehört? Ich fühle mich gar nicht gut. Warte, was? Spürst du etwa, dass Louis raus will? Ja, ich glaube schon. Wir müssen ganz schnell zum Krankenhaus. Oh mein Gott, es tut so weh. Ja, mein Schatz. Trink du erstmal Wasser, okay? Wasser ist immer am besten. Du hast recht. Okay, wir machen es jetzt so. Ich ziehe mich an, mach das Auto bereit und hol dich anschließend. Du legst dich kurz noch ins Bett und ja, so machen wir es. Okay, wie du sagst, mein Schatz. Beeil dich bitte. Ja, ich beeil mich. Lea. Oh, Papa, warum hast du mich geweckt? Morgen habe ich Wochenende. Schatz, Louis will vielleicht kommen. Was? Jetzt? Ja, jetzt. Und du solltest dich jetzt anziehen, denn ich kann dich leider nicht alleine lassen. Aber Emilia ist doch da. Ja, ich weiß, aber Emilia meinte, sie wollte unbedingt bei der Geburt dabei sein, denn sie war schon bei deiner Geburt nicht dabei. Okay, ich freue mich schon. Aber bitte verhalte dich ruhig, weil deine Mutter braucht jetzt dringend Ruhe und es soll ihr einfach gut gehen. Ja, Papa. Versprochen. Ich wecke Emilia. Emilia, Louis kommt. Ach, Lea, lass mich doch noch schlafen. Emilia, jetzt steh endlich auf! Papa hat gesagt, ich soll dich wecken, also wecke ich dich jetzt. Denn wir müssen zum Krankenhaus. Mama geht es gar nicht gut. Was? Louis kommt? Ja, das habe ich dir doch gerade erst gesagt. Okay, ich zieh mich ganz schnell an, zieh du dich auch an und dann fahren wir los. Ja, Papa macht gerade das Auto bereit. Okay, super. Okay, Schatz, alles wird gut. Bewahre einfach deine Ruhe und ich fahre so schnell wie möglich zum Krankenhaus, okay? Ja, ich versuche es. Hallo, anscheinend will das Baby ganz schnell raus, oder? Ja, so wie es aussieht, schon. Also, das ist die Krankenschwester und sie wird mir bei der Geburt helfen. Hallo. 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 Au, au. Es hat jetzt gerade richtig gedrückt und die Wehen, die tun so weh. Ich spüre lauter Schmerzen. Oh je, dann wird das jetzt aber langsam Zeit. Dann starten wir jetzt. Einen Moment, bevor wir anfangen, habt ihr nicht Lust, euch ins Wartebereich zu setzen? Denn es ist mitten in der Nacht und ihr seid sicher müde. Ja, okay, wenn das lange dauern wird, dann glaube ich schon. Das wird 9 Stunden dauern. 9 Stunden? Das halte ich nicht aus. Dann sind wir ja bis morgen früh nicht fertig. Beziehungsweise, es ist ja schon heute. Naja, so ist es leider. Deswegen führe ich euch jetzt zum Wartebereich. Dort könnt ihr euch ausruhen. Alles klar. Ich komme gleich wieder. Seht ihr, hier ist einmal ein Kissen, da kann sich eine hinlegen. Und auf der anderen Seite ist auch noch ein Kissen, da kann sich die andere hinlegen. Und falls ihr noch nicht einschlafen könnt, könnt ihr gerne diesen Laptop benutzen. Diesen Laptop darf jeder hier im Wartebereich nutzen, denn der ist extra dafür da. Alles klar, danke schön. Bitte, na dann, schlaft schön.
Okay, jetzt können wir starten. Genau. Sie müssen jetzt ganz fest mit uns arbeiten, denn sonst schaffen wir es leider nicht. Einfach alles tun, was wir sagen. Fertig tun. Au! Guten Morgen, beziehungsweise guten Tag. Guten Morgen. Ach, unser kleiner Louis. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen und Ihren Kollegen bedanken, dass Sie unser Kind zur Welt gebracht haben. Ach, kein Problem, das ist doch meine Arbeit. Ich bin einfach nur glücklich, dass es Ihrem Sohn gut geht. Der Louis sieht ganz schön prächtig aus. Ja, finde ich auch. Am besten lassen Sie Ihre Frau noch schlafen, sie hat sehr viel durchgemacht. Ja, Sie haben recht, aber ich glaube, ich gehe die Kinder wecken. Das können Sie machen. Kinder, guten Tag, ihr müsst aufstehen. Ist das mein Bruder Louis? Ist das Louis? Ja, richtig, das ist dein Bruder. Wow, wie süß er ist. Und er hat ja schon so kleine Härchen, aber ganz kleine. Man sieht die kaum. Er ist einfach so putzig. Wow, Papa, hältst du da etwa Louis auf dem Arm? Oh ja, das ist dein kleiner Bruder. Er ist so süß. Darf ich ihn mal halten? Ja, aber ganz vorsichtig. Das weiß ich doch. Oh, ich will ihn gar nicht loslassen. Und er weint ja gar nicht auf meinem Arm. Ja, vielleicht erkennt er ja, dass du seine große Schwester bist. Ich glaube ja. Darf ich auch halten? Bitte, bitte, bitte. Du, Lea, es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber ich glaube, du bist dafür noch ein bisschen zu klein. Vielleicht ist er dir zu schwer. Ja, aber er wurde doch erst neu geboren. Er ist leicht. Bitte, Papa, lass mich das versuchen. Ich schaff das. Okay, aber wehe, du lässt ihn fallen. Hey, Louis, warum weinst du denn bei mir? Mann, er mag mich nicht. Nein, natürlich mag er dich. Du, Lea, weißt du, vielleicht wollte er einfach wieder zu Papa. Ja, aber bei dir hat er nicht geweint. Ach, Lea, Babys sind anders. Babys denken nicht so wie du. Du würdest nicht bei anderen Leuten weinen, aber er macht das schon aus irgendeinem Grund, den wir nicht wissen. Du hast gut reden. Eine Viertelstunde später. Da kommt ja mein kleiner Louis. Ich hab dich so lieb. Mama, wann wirst du eigentlich entlassen? Die Ärztin hat gesagt, in 3 Tagen. Das ist ja toll, dann sieht Louis auch mal unser Zuhause. Oh, er freut sich. Na siehst du, Lea, er mag dich doch. Ja, ich hab wohl ein bisschen falsch gedacht. Okay, ich würde sagen, wir lassen dich jetzt hier, denn ich hab noch sehr viel heute zu erledigen. Aber Papa, es ist doch Samstag. Ja, ich weiß, es sind ja keine Arbeitssachen zu erledigen, sondern andere Sachen. Alles klar, ja, wir können nach Hause. Ich hab doch viele Hausaufgaben zu erledigen und ich muss für eine Klassenarbeit lernen. So machen wir es. Okay, ich hab euch 3 ganz doll lieb. Wir schreiben natürlich. Und dann würde ich sagen, dass wir uns dann in 3 Tagen wiedersehen. Tschüss, Mama, wir haben dich auch lieb. Ja, Mama, wir haben dich wirklich ganz doll lieb. Mua. Tschüss, mein Schatz. Okay, Papa, jetzt wo wir zu dritt zu Hause sind, können wir uns doch die 3 Tage eine schöne Zeit zusammen machen. Ja klar, könnt ihr machen, aber denkt ihr nicht auch, wir sollten uns erstmal ein bisschen ausruhen, denn wir haben fast die ganze Nacht nicht geschlafen. Stimmt, Papa, du hast recht. Ich bin auch schon sehr müde. Und ich erst. Okay, prima. Wärt ihr vielleicht so lieb und könntet mir helfen, Louis Babysachen ins Schlafzimmer anzurichten? Also damit meine ich das Babybett, seine Trinkflasche, seine Babyspielsachen. Ihr wisst, was ein Baby alles so braucht. Ja klar, Papa, das machen wir gern. Oh ja! Super. Okay, ihr Süßen, ich hole jetzt das Babybett und dann bauen wir es genau an dieser Stelle auf. Und anschließend hole ich noch die Babysachen. Alles klar. Perfekt, das Bett steht jetzt schon. Und jetzt holen wir die ganzen Babysachen, die Louis braucht.
Wow, das haben wir doch toll für Louis hinbekommen. Findet ihr nicht auch? Oh ja, ihr habt mir wirklich super gut geholfen. Es ist so süß. Ich stelle mir jetzt schon Louis in diesem Babybett vor und wie er dann aus seiner Milchflasche trinkt. Oh. Ich bin wirklich müde. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen ausruhen. Ich meine, dort, wo wir geschlafen haben, war es jetzt nicht so bequem. Ich hatte nicht mal eine Decke zum Zudecken. Aber egal, das habe ich für Louis getan. Jetzt ruhe ich mich ein wenig aus. Emilia! Oh Mann, Lea! Sag mal, du hast mich geweckt! Ups, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich dachte, du schläfst noch nicht. Ja, da hast du falsch gedacht. Ich wollte fragen, ob du so lieb wärst und Charlotte anrufen könntest und fragen könntest, ob Lena Zeit hat. Ja, von mir aus. Aber bitte lass mich danach ausruhen. Ja, versprochen. Okay, ich hole jetzt mal mein Handy. Oh Mann, Emilia, warum mussten wir überhaupt nach unten gehen? Ja, mein Handy hatte 0%. Und mit 0% kann man niemanden anrufen. Aber es geht auf dem Festnetztelefon. Okay. Lea, ich gebe jetzt die Nummer ein und falls Charlottes Mutter oder Charlotte abnimmt, sage ich, dass du Lena gerne sprechen möchtest. Yep, so machen wir's. Hallo? Ah, hallo Charlotte. Ich wollte dir nur sagen, dass Lea mit Lena gerne sprechen würde. Okay, warte kurz, Emilia. Lena, komm mal, Lea möchte mit dir sprechen. Hier, Lea. Hallo, Lena hier. Hallo, hier ist Lea. Ich wollte fragen, ob du Zeit hast. Dann könntest du ein bisschen zu mir kommen. Ja, warte kurz. Ich gehe kurz meine Mama fragen. Mama, darf ich ein bisschen mich mit Lea treffen? Okay, von mir aus. Aber nur eine Stunde, weil wir wollen dann Abendessen. Es ist schon spät. Und? Ja, ich darf. Aber leider nur eine Stunde, weil wir dann Abendessen. Ach, das ist doch egal. Hauptsache, wir sehen uns. Ja, das ist das Wichtigste. Dann bis gleich. Bis gleich. Yay. 3 Tage später. Boah, Papa, danke für das leckere Essen. Das Eierbrot schmeckt so gut. Das freut mich. Mir schmeckt es auch voll gut. Oh, wer kann das denn sein? Wartet kurz hier, ich gehe öffnen. Hallo, mein Schatz, wir haben dich so vermisst. Ich dich auch. Und dich habe ich natürlich auch vermisst, gell, Louis? Ja. Der Louis, der schläft gerade. Vielleicht können wir ihn dann direkt nach oben ins Bett bringen. Ja, du hast recht. Mama! Ja, wir haben dich so vermisst. Und dich auch, Louis. Ich euch auch, ihr beiden Mäuse. Wie süß Louis schläft. Darf ich ihn vielleicht ins Bett bringen? Bitte! Du, Lea, lass mich das lieber erstmal machen und morgen kannst du es versuchen. Na gut, von mir aus. Oh, wie ich sehe, hat der Papa euch ganz leckere Sachen zubereitet. Ja, das hat er und es schmeckt so gut. Ja! Na dann bringe ich Louis jetzt nach oben ins Bettchen und komm dann zu euch runter. Okay. Dürfen wir vielleicht mitkommen und einfach zuschauen, wie du ihn ins Bettchen legst? Na, von mir aus, wenn ihr euch das wünscht. Ja, bitte. Wow, wie ich sehen kann, habt ihr für Louis schon alles schön hergerichtet. Das ist so lieb von euch. Das haben wir gern gemacht, nicht? Oh ja! Na dann, schlaf schön weiter, mein kleiner Louis. Ja.